Hallo und herzlich willkommen bei Rockaby mit einem neuen Let's Play. Neues Let's Play, älteres Spiel aus 2010. Und zwar bevor das Zeitalter mystisch begann, forderte eine Legende ihren Platz unter ihnen. Und obwohl Kratos den Thron als neuer Kriegsgott bestieg, quälten ihn Visionen seiner Familie. Eine Familie von ihm selbst ermordet. Doch die Hände des Todes konnten ihn nicht besiegen. Die Mäuren konnten ihn nicht lenken. Und so wird nun der Mann, die Legende, Kratos, seine Rache üben. God of War Remastered. Original ist aus 2010. Also echt schon ein paar Tägchen her. Auf der PS3 damals. Abschluss der God of War Serie, wenn ich das so richtig weiß. Ich war ja bis dato nicht unbedingt der PlayStation-Spieler. Meistens oder im Regelfall Xbox. Ganz früher sogar mal PC. Aber Junior hat PlayStation gehabt und von daher weiß ich ein bisschen was. Ja, und das hatte ich mir so schnäppchenmäßig ja rausgelassen. Bei Amazon verpasst für 9,99, also ein Zehner mehr zahlen müssen. Aber okay, 19,99 denke ich mal, ist für das Spiel ganz okay. Und jetzt bin ich mal gespannt, was da so abgeht. God of War heißt, ich bin Kratos und will aus dem Hades emporsteigen in den Olymp. Hat damals auch ein paar gute Preise bekommen. Ist von Santa Monica Studio. Designer ist Todd Pappy, wie gesagt, und von 2010. Hat so ein bisschen was von griechischer Mythologie, sage ich mal. Und ein bisschen Fantasy, klar. Und ist ein Singleplayer. Also werde ich mal gucken, ob ich das hier schaffe, so aus meinem persönlichen Hades in den Olymp aufzusteigen. Also ich habe schon ein paar Sachen gesehen, die erscheinen mir ziemlich heftig. Aber okay, dann kacke ich noch ein paar Mal mehr ab als bei Lara Croft höchstwahrscheinlich. Nichtsdestotrotz, nichts am Fun-Faktor. Und Musik gefällt mir jetzt schon. Ja, God of War 3 Remastered. Es gibt Optionen, es gibt eine Steuerung, das ist immer schön. Freie Kamera normal, Flugsteuerung normal, Controller-Anzeige. Relikt einsetzen, Magie einsetzen. Abwehren, Aktion interagieren, Athenes klingen, okay, das scheint das Einzige zu sein, was ich jetzt gerade habe. Ich kann gehen und rennen, es gibt einen schweren Angriff, einen leichten Angriff. Ich kann greifen, springen und ausweichen. Na, ausweichen werde ich hoffentlich brauchen. Flugsteuerung ist ja cool. Ja, mal gucken. Audio. Ne, lassen wir mal. Ach, komm, volle Kanne. Sprachausgabe Deutsch, jawohl. Anzeige. Passt. Ja, dann würde ich sagen, ja, ich kann als Spartaner einfach, als Gott normal, als Titan schwer oder Chaos sehr schwer. Ja, ich werde ja hier mal einfach den normalen Gottmodus nehmen. Und da werde ich schon genug Probleme mit haben. Meine Rache endet jetzt. Ich dachte, die fängt an. Okay. Ich lass mich überraschen.
Ich hätte gedacht, die Finger. Meine Brüder, ein großer Sieg hat uns gestellt. Der Sieg, der den großen Krieg beendet und die Herrschaft des Olymps eingeläutet. Ach, das ist der Olymp. Ist aber düster da oben. Geboren aus den Tiefen der Unterwelt. Ich hätte es jetzt für ein Hades gehalten. Dem Fluss der Seelen. Unser Berg entstand aus dem Chaos. Na gut, dann passt's ja. Als er wuchs, so wuchs auch die Macht der Olympia. Wir schufen eine Welt des Friedens, eine Welt des Wohlstands. Eine Welt, die im Schatten und Schutz meines Berges lebt. Okay. Eines Berges, der zum ultimativen Sinnbild von Stärke und Macht wurde. Au, Vogel ist abgestürzt. Und Stein auf den Kopf gekriegt. Nun wird diese Macht auf eine harte Probe gestellt. Der Mensch, Kratos, will alles vernichten, was ich geschafft habe. Was haben wir denn hier? Brüder, vergesst die Nichtigkeiten, die uns so lange entzweit haben. Wir vereinen uns, bilden eine gemeinsame Front. Und ich werde diese Laus zerquetschen. Oh, der ist böse. Der Olymp will siegen. Oh, guck mal hier, da sind ein paar Götter. Was ist denn der mit dem Stacheln auf dem Rücken? Da verliere ich meine Mythologiekenntnisse. Minotaurus ist es nicht. Hat auch Oma nichts zu suchen. Okay. Sieht nach, lasse ich die Spiele beginnen aus. Das sieht aus wie Gottvater Zeus. Wo bin ich? Oh, da bin ich, glaube ich. Oh, da bin ich. Dein Sohn ist zurückgekehrt. Ich werde den Olymp vernichten. Na dann. Werde ich das mal probieren. Kann ich hier irgendwas tun? Die Titanen werden erneut scheitern. Nee, kann noch nichts tun. Ich bin auf Gaia. Holla. Oh, ich habe einen entzweit. Herrschaften sind hier zäh. Wenn das jetzt schon so losgeht, da leben die noch. Halleluja. Ich bin mit Gaia unterwegs. Und Gaia wirft Steine. Und das mag der da oben nicht. Okay. Oh, Backe. Und dann geht's bergab. Also, Grafik finde ich ist absolut top. Man muss ja mal bedenken, von wann das Spiel ist. Es ist remastered, klar, aufgebohrt für die PS4, aber... Ich finde, das hat schon was. Okay. Etwas hält mich fest. Okay. Ich komme nicht los, Kratos. Befreie mich! Naja, dann werde ich das mal probieren, wenn ich einen Plan habe, wo es lang geht. Oh, hier kommen schon wieder so ein paar. Na komm, 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 komm. Okay. Ah,
Oh, nee. Die halten mich aber hier die ganze Zeit fest, hier, die Jungs. Die sind zäh. Wo? Oh, noch mehr? Ah, hier kann ich ausweichen, okay. Und springen kann ich auch, okay. Oh. Was war das? Nicht gut. Falscher Knopf. Oh, oh, kriege ich den... Komm. Und weg mit dem Baum hier. Oh, oh, ich bin schwach. Halleluja. Na komm, weg mit dem Ding. Oh, Halleluja. Ich drück mir ja die Finger wund hier. Jetzt schon. Ausweichen. Oh, ich sehe gar nicht. Sind da noch welche? Ja, da ist noch einer. Ah, keiner mehr da. Sieht nicht so aus, als wenn die mir gut gesinnt wären hier vorne. Oh! What the hell is das? Yes, ein Pferd mit Spinnenbein oder was? Oh shit! Kann ich das Ding auch irgendwie treffen? Achso, ja, da stehen ja Treffer. Oh, leck. Entschuldigung, habt ihr jetzt nicht gehört? Oh, was geht ab? Oh nee. Ach du dicke Sache, ich häng Kopf über. Wohin? Oh, toll. Hä, wo bin ich? Ach da. Oh shit. Wohin? Okay, mal weg hier. Muss mal hier. Oh, das ist irgendwie. Oh shit, ich glaube, hier gehe ich drauf. Oh oh. Oh, ja, wieder richtig rum. Zumindest mal wieder richtig rum. Aber kein Plan, wenn ich hier auf dem Kopf stehe. Oh, Scheibenhonig. Ich komme nicht weg, weg, weg. Ach, das war falsch. Wo bin ich? Komm. Ist der? Oder drehe ich mich nochmal auf den Rücken? Oh, was ist denn? Oh, Halleluja. Okay, komm. Freunde, wenn ihr wisst, ich habe jetzt gerade keinen Plan. Ich schlag einfach mal hier den Kollegen wild. Oh, weg da. Oh, shit. Ich glaube, das war nicht so gut. Ah, weg. Geht da irgendwas? Oh, Spezialangriff. Oh shit, das war nichts, hä? Oh, ist ja nicht. Oh. Mann, ich glaube, ich werde Krämpfe in den Fingern kriegen. Ah, was jetzt? Tot? Oh, ich bin überall hin. Vorwärts geht's. Hm.
Konzentration. Weg da. Ich werde doch um den Vieh mal vorbeikommen hier, oder? Wo bin ich? Halleluja! Na, geh doch mal weg. Nee. Ich komm nicht weg. Weg da. Ich komm nicht weg. Komm. Bin ich? Ich hänge irgendwo am Was? Oh! Und nu? Bin ich im Olymp? Na, das ist doch mal schön. Da wollte ich schon immer mal hin. Kann ich da hoch? Oh ne, jetzt kommt wieder Lara Croft. Das heißt bestimmt wieder, ich muss da rüber springen. Glaube es. Ah, X drücken, um über Klifte zu springen. Na toll. Kann ich da hoch? Ich kann da hoch. Ha! Stirb. Oh. Wieso stirb? Dann mach mal auf. Grüne stehen für Gesundheit, blaue für Magie und rote für Erfahrung. Ach, ich hätte was anderes brauchen können. So, wo lang? Oh nee. Am Vorsprung entlang klettern. Na dann machen wir das mal. Oh, Freunde der Nacht. Oh, wer. Ach nee, der ist immer noch da. Wo bin ich? Oh, da warten sie schon. Hinüber? Oh. Schon tot. Halt, nicht da runterfallen. Muss doch bestimmt da hoch, oder? Oh ne. Oh, den haben wir auseinandergerupft. Die Robben über den Boden noch. R1 festhaken, R1 gedrückt halten, schwingen, X Sprung, X und X Doppelsprung, na toll.
Die Ketten des Gleichgewichts. Ihre unvergleichliche Stärke, ach, was auch immer. In der Nähe eines Buches drücken zum Aktivieren. Erneut drücken verlassen. Naja, gut. Was muss ich darüber? Oh, okay. Oh, ich hab Flügel. Oh, nicht schlecht. Hallo. Wie komme ich jetzt darüber? Oh. Okay, das war's nicht. Hey, was ist eine Kiste? Was ist mit der Kiste hier? Kann ich die aufmachen? Ja, hätte ich mal vorher machen sollen. R1 festhalten, R1 gedrückt halten, schwingen. Oh. Oh. Wenn das der Vorgeschmack war, dann würde ich sagen, wird das ganz schön heftig für mich. Aber ich muss ja auch gleich als Gott anfangen. Wohin? Was? Ellen schon und drücken, um über Klüfte zu springen. Rüber. Oh, Backe. Was mache ich denn hier jetzt? Ich habe keinen Plan, aber kann ich hier irgendwie hoch? Oh, oh. Geht's da irgendwie hoch? Bei Hängen einen Vorsprung zum Hochziehen drücken. Ja klar, mache ich. Und dann? Oh, nee. Nee, da geht's nicht lang. Und da? Ach, du dicke Nuss. Da geht's lang, ja. Und jetzt? Wo lang? Ja, so weit bin ich schon mal. Ich schwör's euch, ich stürze ab, wenn ich jetzt nicht aufpasse. Ich komme dem irgendwie näher. Der springt ja hoch. Da hängt immer noch dieses komische Teil oben drauf. Was soll ich denn da machen? Das bringt ja wohl nichts. Was mache ich da jetzt? Oh oh. Wo bin ich? Ja. Komm ich da rüber? Soll ich da drauf springen? Nee, nicht ernst, oder? Wenn ich da jetzt rüber springe, bin ich doch bestimmt verarscht. Kann ich nicht, das trifft sich gut. Ach du Scheiße. Nach Doppelsprung X auch. X drücken und gleiten. Das hätte ich mal vorher wissen müssen. Jetzt komme ich da nicht hoch, oder? Ja, jetzt habe ich ein Problem. Ja, wie denn? Ich komme da nicht mehr hoch. Das ist ja nicht lustig. Ich kann da nicht mehr hoch. Aber mal, ja. Das ist einfach ein Weg für mich. Na komm, da kommst du doch hoch. Ich geh jetzt einfach mal da rein. Was will der jetzt? Oh komm. Türchen aufmachen.
ist jetzt? Wo bin ich? Oh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Hallo, dreh dich mal rum. Kann ich den auch hochheben? Nee, bestimmt nicht. Denn? Okay, der Einstieg wird schon lange. Haben die mich schon wieder unter sich? Boah, die hören ja gar nicht auf. Mann! Den jetzt vielleicht mal? Halleluja. Ich hätte den jetzt schon gerne dann mal. Tot? Ich glaub's ja wohl nicht. Halleluja. Oh nee. Ah, jetzt habe ich aber gar nicht ausweichen arbeiten. Ach, jetzt haben die mich wieder. Das Ding zäh. Komm, jetzt aber.
Wow. Ja, ist ein zähes Spiel, ist eine zähe Geschichte, die ihr dann angucken müsst, dürft, wollt, könnt. Und ist erst der Einstieg. Und mit dem Hebel hier, kann man ihn bewegen. Mach ich doch. Was? Nach oben klettern, nach unten was? Vielleicht sollte ich mal... Ah, jetzt ist das Ding schon wieder weg. Danke fürs Gespräch. Na, komm hoch. Ach komm, was macht das Ding hier? Was? Da kann man auch R1. Die letzte Ruhestätte von Ares. Okay. Ja, habe ich schon gelesen. Ich würde jetzt gerne... Kann ich jetzt da... Jetzt will er mich nicht weglassen, oder was? Oh. Ja, das war ich selber. Komm. Weg mit dem Teil hier. Ach komm, jetzt lauf ein bisschen schneller da hoch. Ach. Mann. Ja, nicht wieder zur letzten Ruhestätte von Ares laufen. Jetzt bin ich wieder zu. Lauf die Tür hier aufzumachen. Hä, wieso geht... Boah, jetzt glaube ich es dann gleich. Bin ich auch schneller? Ah, nee. Nicht um einen Tasten hier. Am Anfang ist das noch schlimmer als sonst. Ja, klar, war klar, war klar, ich bin zu langsam. Ist so, ne? Jetzt würde ich gerne da hoch. Irgendwie kommen. So, wohin jetzt? Okay, da hat es wieder so eine Kiste. Da gibt es ein bisschen Power. Was hat es hier? Ja, dann speichere ich doch hier mal. Ich kann hier speichern beim Grab des Ares. Das mache ich auch. Das ist ein Speicherpunkt. Dann sage ich mal, bis hier und keinen Schritt weiter. Weil ich glaube, das war jetzt Qual genug für alle. Okay, dann bin ich hier mal im Grab des Ares, hab gespeichert und sag Tschüss für heute.